die quasi dem Staat Geld für öffentliche Ausgaben zinslos zur Verfügung stellt. Und das geht einher mit der Abschaffung der Fischereiwirtschaftung. Und da könnte ich jedem mal empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen. Und zu Griechenland vielleicht noch eine Anmerkung. Ich sehe nicht, dass dem griechischen Volk oder Griechenland geholfen wird. Also es wird ausgepresst. So sieht es aus. Es werden den europäischen Großbanken wird geholfen, weil die quasi ihre Zockerei quasi ersetzt bekommen durch Steuergelder. Okay, der griechische Bürger sieht da nichts von. Ja, vielen Dank. Vollgeldkonzept. Wo ist jetzt die? Ist als nächstes dran? Guten Abend. Ich erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe wieder viele neue Sachen gehört, auch in der Klarheit. Ich habe ein anderes Thema, aber ich glaube, das ist sehr, sehr steht sehr im Zusammenhang mit Banken und mit Märkten. Ich spreche jetzt als Zivilist und wenn die Waffengeschäfte der letzten 5 Jahre von Deutschland nach Griechenland rückabgewickelt werden könnten, unter anderem 186 Panzerhaubitzen, ein Elektro-U-Boot. Dann wäre das nach meiner Schätzung 2 bis 5 Milliarden Euro, die das griechische Volk nicht absparen müsste. Ich möchte noch eine zweite Sache kurz dazu sagen. Da steht Krise auf Ihrer Wand und wir haben aber nicht nur eine Euro-Krise, wir haben eine weltweite Krise. Und daran ist Deutschland mit seinen Waffenexporten beteiligt. Als Beispiel nur IRDS hat gerade einen Milliardenauftrag aus Saudi-Arabien bekommen. Nicht nur die Panzer, sondern auch Grenzsicherung zum Jemen. Bundespolizei ist aus Ausbildung vor Ort. Das weiß ich aus erster Hand. Ich kann auch. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir verstehen, welches Leid wir jetzt nicht nur in Europa sehen. In Griechenland die Suizidrate ist exorbitant in die Höhe gestellt. Menschen, die chronische Krankheiten haben, kriegen keine Medikamente mehr, weil 1 Milliarde von den Krankenkassen Schulden da sind. Und nicht nur dieses Leid ist in der Welt. Ich komme jetzt auch zum Ende des Zones und ich würde Sie bitten, dass Sie dazu auch etwas sagen, weil wir reden hier nicht nur über Märkte, wir reden über Milliarden von Menschen, die durch Krieg, an dem wir direkt oder indirekt beteiligt sind, auch leiden müssen. Also ich sage mal Horn von Afrika, dort sind wir und jagen Piraten. Und Afghanistan und Irak ist ja bekannt. Nur ein Gedanke, dass wir beim Thema bleiben. Ja. Denn ich meine, wenn wir die ganze Welt diskutieren. Lassen Sie mich noch einen Satz bitte sagen. Ja. Die Zerstörung der Infrastruktur in Afghanistan und im Iran ist auch wieder ein Thema, wo Schulden entstehen in Bevölkerung und Armut. Und das muss auch gegenfinanziert werden. Und ich möchte Sie bitten, dass das Thema Waffen. Geschäfte, die über Banken finanziert werden. Man könnte die Bilanzsummen der Banken auch drastisch reduzieren, wenn diese Waffengeschäfte rauskommen aus den Bilanzen. Okay. Sie haben das selber gesagt, die Bilanzen müssen tiefer gehen, damit Banken überhaupt abgewickelt werden können. Und ich möchte Sie bitten, sich das schlau zu machen. Vielen Dank. Zwar Kritik bei allen dreien vorne am Podium vor, in Wirklichkeit steckt in Ihnen größte Ehrfurcht. Und das macht mich ein bisschen skeptisch. Ich sage Ihnen das warum. Ich merke, Sie haben mehr Respekt vor den großen Namen, als was Sie es haben dürften, wenn Sie kritisch sein wollen und das ernst nehmen wollen. Warum nehmen Sie es nicht ernst? Weil Sie auch nicht in Kenntnis darüber sind, was die Achillesfersen dieser großen Namen sind, mit denen Sie so nonchalant jonglieren. Und sich über diese Stellen, jedenfalls scheinbar, wie ich ja schon sage, weil ich in Ihnen Ehrfurcht heraus rieche. Was wäre, wenn Sie ganz platt den Mut aufbringen, einfach das, was das kleine, einfache Volk unten bemerkt, wo sie betrogen wird, öffentlich machen? Zum Beispiel, wir können jedes Geldgeschäft nehmen. Was wird im Hypothekengeschäft betrogen? Was wird im Zinsgeschäft, ob im Anlagegeschäft oder im allgemeinen Kredit oder auch der Mensch? An Betrügereien statt. Bitte, das lässt sich doch ganz einfach, ganz kleinkindmäßig
ganz locker auf eine Liste schreibe und öffentlich mache. Was glauben Sie, was das für ein Geschrei gäbe? Zweiter Punkt ist, ich habe natürlich ein Riesenproblem, wenn immer so, ich sage immer manchmal sogar abfällig verantwortungsloses Gesindel und verantwortungsscheues Gesindel über Personen oder Unternehmen reden, die mit voller, mit ihrem ganzen Namen in der Verantwortung stecken und in einer großen Komplexität stecken und darüber urteilen wollen. Das erschreckt mich. Deswegen also der Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, echten in Verantwortung stehenden Personen oder Unternehmen und den Parlamentariern, die bekanntlicherweise verantwortungsscheu sind. Mehr als Wein trinken oder die Fressnäpfe wollen sie doch in der Regel nicht. Entschuldigung, das lasse ich so stehen. Deswegen kommt meine Frage dazu, das ist die, dass ich sage, warum, Herr Schick hat gesagt, dass 20 Jahre würde, dass ein Parlamentarier es schaffen könnte, auf das Bildungsniveau zu kommen, um mitreden zu können in einem Fachbereich. Jetzt frage ich dazu eine ganz Kleinigkeit. Also ich finde, es geht sehr viel schneller. Die Frage ist, das habe ich nicht so gesagt. 20 Jahre haben wir noch. Nein. Ah, okay. Ich habe etwas ganz anderes gesagt bei den 20 Jahren. Deswegen nur meine Frage. A, warum sind Parlamentarier lernfaul? Und B, warum wird in dieser Frage nie über den Verantwortungsdruck, den Verantwortungsdruck messbar zu machen, mal diskutiert, ja, okay, weil sonst wird die Komplexität niemals erfasst werden von denen, die darüber reden, von denen, die nämlich darin stehen. Verantwortungsdruck messbar machen. Einfach mal eine Dimension weiter, als ständig an der Oberfläche rumzukratzen, an der wir alle umhängen. Okay, danke schön. Jetzt wechseln wir mal auf die andere Seite. Wir nehmen jetzt noch eine Frage und dann kommt die zweite Runde danach. Sie haben bei der Diskussion über die Alternativen, über die Kompetenzprobleme der Politik gesprochen. Aber Sie sollten unbedingt auch wissen, ich habe viel mit Banken zu tun gehabt, dass die Banken selber hohe Inkompetenz haben. Das heißt, sie sind oft vollkommen überfordert im Hinblick auf ihre, sagen wir mal, systemischen und systematischen, volkswirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen Schulungen und dadurch eben auch wirklich das Problem. Denn sie haben den Ursprung und nicht, wir haben nicht über die Alternativen und ihre Kompetenzprobleme zu reden, sondern wir haben über die Ursachen der Banken und ihre wirkliche Überforderung zu reden. Und auf dem Gebiet muss viel mehr getan werden. Deshalb also auch Herrn Schicks Forderung, dass wir unbedingt eine internationale Kompetenzinstanz aufbauen, die dann auch entsprechend neutral ist. Danke. Ja, vielen Dank. Um mal mit der letzten Frage anzufangen, es gab ja den Versuch in Brüssel, also durch den grünen Abgeordneten Sven Giegold, so eine Art unabhängige Instanz einzurichten, damit man nicht so sehr vom Lobbydruck der Banken und auch ihrer Inkompetenz abhängig ist. Wie würden Sie das einschätzen? Hat das irgendwie was gebracht oder ist man einfach immer noch ausgeliefert, also inklusive dieser Inkompetenz? Und ansonsten können Sie auch alle weiteren Fragen natürlich und Anmerkungen da kommentieren. Finance Watch, ja, genau. Ist ja die Organisation, die da ins Leben gerufen worden ist, meines Erachtens eine exzellente Idee und auch auf sehr schnell, sehr gut gestartet. Wir haben selber im Finanzausschuss als grüne Fraktion und bei Fachgesprächen Vertreter von Finance Watch eingeladen, genau weil wir diese Expertise brauchen können. Und ja, mehr davon wäre gut. Ich will vielleicht kurz was, also ich weiß nicht, ob wir die Geldsystemsfrage heute sehr stark diskutieren wollen. Ich beschäftige mich sehr intensiv damit. Und natürlich ist die Frage, welche Rolle haben eigentlich Banken in unserer Volkswirtschaft? Und wir wissen, dass fast jede Finanzkrise mit einer starken Aufblähung von Bankbilanzen zusammenhängt. Und da muss man sich schon die Frage stellen, warum muss man eigentlich denselben Fehler so oft an so verschiedenen Stellen der Welt wiederholen? Könnte man da auch mal was lernen draus? Und da würde ich schon sagen, wir brauchen einen viel stärkeren Blick darauf. Große Bankbilanzen sind nicht eine schöne Sache, sondern sind eine gefährliche Sache.
Und müsste vielleicht nochmal erklären, dass Bankbilanzen dadurch aufgebläht werden, dass Kredite vergeben werden. Exakt. So, das. So, und da, das hängt natürlich mit der Frage der Geld- und Kreditschöpfung zusammen, aber das will ich jetzt mal knapp halten, das wäre irgendwie eine eigenständige Veranstaltung. Und dann ist mir noch wichtig, wenn wir von der Diktatur der Banken sprechen, das kam in der Einwortmeldung, deutet sich das so an mit dem Betrug durch die Banken. Es ist schon so, dass wir da bisher im Finanzsektor den Unternehmen zu viel durchgehen lassen. Und zwar gerade in Bezug, also im Verhältnis zum Endkunden. Also die Zinsswap-Geschäfte, die manche Kommunen ins finanzielle auskatapultiert haben, sowas muss man nicht dulden. Und sowas kann man auch verhindern, wenn Finanzaufsichtsbehörden und Rechtsetzungen auch die richtigen Regeln setzen. Und ich habe das jetzt ein paar Mal abgefragt, nachdem diese Libor-Sachen, also diese Manipulationen eines Leitzinssatzes öffentlich wurden, habe ich mir mal ein paar andere Manipulationsmöglichkeiten angeschaut. Also bei der Wertstellung, wann wird denn was aufs Konto gut geschrieben? Bei der Umrechnung von Devisenkursen. Und habe mal die Finanzaufsicht gefragt, checkt ihr das eigentlich zwischendurch? Überprüft ihr das mal? Ob das immer richtig ist, kann man nicht bei jeder einzelnen Überweisung überprüfen. Aber man kann ja mal Stichproben machen, so wie man das bei der Lebensmittelkontrolle auch macht. Und da stellen wir fest, dass sich eine Finanzaufsichtsbehörde in Deutschland blind darauf verlässt, die Banken werden es schon richtig machen. So, und an der Stelle, glaube ich, brauchen wir eine Veränderung, eine Aufsicht, die wirklich nicht nur vertraut, sondern vor allem kontrolliert. Vielleicht soweit mal Militärbeschaffung, ja, haben wir auch thematisiert, das ist schon ein Thema, das wir in den Krisenländern sehen können, dass eben während an wichtigen Sachen gespart wird und selbst wichtige Infrastrukturen wie die Wasserversorgung privatisiert werden, gleichzeitig noch an anderen Stellen Geld ausgegeben wird, wo wir sagen, was soll denn das jetzt? Und da die deutsche Regierung und die französische Regierung im Fall der Militärbeschaffungen auch eine falsche Rolle spielen, indem sie nämlich gerade auf die Einhaltung von Verträgen und Bestellungen drängen, anstatt zu sagen, das muss jetzt aber auch mal beendet werden, um den Haushalt zu sanieren. Da gibt es, ist das ein besonderes Beispiel dafür, dass eben in dieser Krisenpolitik nicht mit sinnvollem Maß und einer guten sozialen Balance gemessen wird. Und links. Ja, ich wollte zum einen die Pauschalkritiker den Parlamentariern ein wenig begegnen. Denn ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, Parlamentarier sind Volksvertreter. Also das heißt, wir wollen da auch keine Wissenseliten, sondern im Prinzip Menschen, die sich verantwortungsbewusst mit Themen beschäftigen. Und ich glaube, gerade deswegen kann man auch gar nicht sagen, dass sie das sein müssten, sozusagen immer die Fachleute in dem Bereich, sondern eben die Offenheit, sich Kompetenzen reinzuholen von außen. Die müsste größer sein und dass mitunter eben eine gewisse Bequemlichkeit da ist, stimmt allerdings auch bei Politik. Das zeigt ja das Beispiel von HRE, die ja sehr teuer in Deutschland ist, also die Bank, die bei uns eben inzwischen in staatlicher Hand ist und ich glaube inzwischen über 100 Milliarden gekostet hat, eigentlich eine reine Bad Bank ist. Und da war es so, dass Jahre vorher eben von der Bankenaufsicht an die Politik die Frage ging, dass dort Geschäfte gemacht werden, die nicht mehr hier kontrollierbar sind und es wurde überhaupt nicht darauf reagiert. Also das sind sozusagen, da sieht man dann genau, dass es an Kompetenzen und an Ernsthaftigkeit halt in der Vergangenheit gefehlt hat. Ich glaube allerdings, dass wir heute mit der Bankenaufsicht in Deutschland und auch mit SOFIN da weiter sind, als wir auf europäischer Ebene sind. Also ich glaube, auf europäischer Ebene fehlt es das bislang zu wenig statt und ich habe große Bedenken, wenn das jetzt bei der EZB angesiedelt wird, so wie geplant, dass sich diese Missstände nicht verbessern, weil dann auch wieder Interessenkonflikte da sind. Also eine Instanz zu haben, die nur dafür da ist, die Aufsicht zu machen und keine weiteren Ziele hat, ist allemal besser, genauso wie die Politik eben mit diesem Thema auch immer überfordert ist, weil sie immer auch Ziel hat, die Konjunktur nicht abzuwürgen, dem Bankensektor jetzt nicht weh zu tun, weil das eben weitere wirtschaftliche Folgen hat. Und deswegen eben, wie wir auch ein Verfassungsgericht haben, was nur auf Verfassungsmäßigkeit achten muss und es auch tut, eben für Aufsicht auch eine Institution zu haben, die so stark auch ist, Eingriffe machen kann, aber eben nicht beeinflusst ist über Politik. Jetzt als letzter Herr Berger.
Ja, auf zwei Punkte möchte ich gerne näher eingehen. Also es ging ja um die Kompetenz sowohl der Parlamentarier als auch der Banker. Ja, da müssen wir uns mal ganz einfach die Frage stellen, ob die Banker ihre Geschäfte selber verstehen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Banker selber ihre eigenen Produkte nicht verstehen. Was auch gar nicht so einfach ist, gerade eben im Highspeed-Handel oder bei komplexen Produkten, teilweise sind das Computeralgorithmen, die die Geschäftsstrategie, die vorher in diese Computeralgorithmen einprogrammiert wurde, bestimmen. Die Banken durchschauen das selber nicht. Bei fast sämtlichen Papieren, die in der jüngeren Vergangenheit für die einzelnen Bankenpleiten verantwortlich zeichnen, trifft das zu, dass der Vorstand und die Aufseher in der eigenen Bank eigentlich gar keine Ahnung hatten, was dort in einzelnen Geschäftsbereichen gemacht wird. Und wie soll man bitte schön Parlamentarier fordern, dass sie das verstehen, was die eigenen Bankaufseher nicht verstehen? Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und ich sehe jetzt auch nicht die Antwort darin, dass man, was sicherlich ansonsten wünschenswert ist, neutrale Thinktanks gründet, die den Parlamentariern das Geschäft, das Bankengeschäft näher erklären, sondern einfach in einer stärkeren Regulierung Geschäfte, die selbst die Banken selber nicht verstehen, die müssen ganz einfach verboten werden. Also so eine Art 5. Also so wie man nicht mit denen auskommt. Wenn man gigantische Risiken dranhängen. Wir haben einen Billionenmarkt, der Derivatemarkt. Der ist zum größten Teil ist der komplett unreguliert. Da kann auch die Banken aufsichtig machen. Weder die nationale noch die internationale. Und wenn das sind aber doch zwei verschiedene Ebenen. Natürlich brauchen wir die Regulierung. Aber warum brauchen wir Institutionen wie Finance Watch? Weil wir in der Regulierungsdiskussion immer die Perspektive des Steuerzahlers unterliegen sehen, weil es nicht gelingt, in der öffentlichen Argumentation die Schwächen dieser Regulierung, die Lücken, die ausgenutzt werden können, die Probleme richtig offen zu legen. Und deswegen geht es darum, sozusagen da bessere Augenhöhe hinzubekommen und dass irgendjemand überhaupt Ansprechpartner ist für die Interessen des Steuerzahlers. Für große ist eine sehr wichtige Einrichtung. Selbstverständlich, da müsste es auch mehr von geben. Allerdings für Detailfragen, da wird auch Finance Watch ganz einfach mit überfordert sein. Und was jetzt die europäische Bankenregulierung angeht, wenn wir uns die Hypo Real Estate angucken, ein Großteil der faulen Papiere der Hypo Real Estate kam von der irischen Tochter DEPFA, die erst ein Jahr vor der Finanzkrise eingekauft wurde. Da hatte die deutsche Bankenaufsicht hatte dort überhaupt gar keinen Zugriff drauf. Sie haben sich die Bücher angeguckt in Irland. Da gab es damals Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der Bundesbank und dem Finanzministerium und der BaFin, glaube ich. Aber sei es drum, wenn wir die Deutsche Bank wirkungsvoll regulieren wollen, was ist die Deutsche Bank? Die Deutsche Bank sitzt nicht nur in Frankfurt, die Deutsche Bank hat, ich glaube, 7000 Tochterinstitute auf den Cayman Islands, wo überhaupt gar nicht kontrolliert werden kann. In London sitzt das Investmentbanking, in den USA ist sie tätig. Wie soll eine deutsche Bankenaufsicht, wie soll sie da überhaupt in die relevanten Daten kommen? Das ist unmöglich. Das muss internationalisiert werden, zumindest auf europäischer Ebene als ersten Schritt und wünschenswert als weiter Schritt wäre, dass das Ganze, dass gerade systemrelevante Banken auch global reguliert werden. Anders ist diesen großen Banken nicht beizukommen. Ja, vielen Dank. Es ist nur der Schicklus um 21 Uhr leider gehen, weil er noch zur Fraktion muss. Deswegen würde ich jetzt gerne noch mal eine zweite Runde machen, damit dann Herr Schick auch die Möglichkeit hat, auf alles noch mal zu antworten, was jetzt kommt. Wie gesagt, er hat nur noch ganz wenig Zeit, deswegen würde ich noch mal dringend die Bitte an Sie alle richten, sich kurz zu fassen. Denn sonst kommt hier vorne auch Unruhe auf bei dem Publikum, das ist keineswegs geschätzt, also kurz. Wenn ich das richtig verstehe, sind doch eigentlich die Banken in einer dienenden Funktion und sollten der Wirtschaft dienen. Sowas wie der Motor, speziell fürs Öl, aber inzwischen haben Sie jetzt so einen eigenen Motor entwickelt. Ich habe eine Frage zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Sie meinten, es gäbe in den USA, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, Schubladenpläne, dass die Banken ersetzbar wären. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Goldman Sachs, die ihre Kragenarme überall hat, die in der Regierung Finanzminister gestellt hat und stellt, die einem Draghi, Herrn Monti, als ehemaliger Mitarbeiter hat und in Griechenland Ministerpräsidenten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Bank, die sich so kragig überall entwickelt hat, überhaupt kontrollierbar ist. Das Zweite, was Sie vorhin mit Recht sagten, dass im Parlament zu wenig Sachverstand ist, ökonomisch, wirtschaftlich, ist anscheinend auch bei den Journalisten der Fall. Ich will jetzt die zwei Damen davon nicht beschädigen. Aber Wolfgang Krause, der Experte der ARD in Brüssel, und Dirk Müller und andere, die mehr verstehen als ich, sagten, dass auch
in anderen Ländern Journalisten von vornherein ökonomischen und finanziellen Sachverstand mitbrächten und in Deutschland das nicht der Fall ist. Und dann vielleicht noch einen kleinen Satz, wo ich denke, die Welt hat sich verändert. Vor 50 Jahren war der Bankdirektor im Aufsichtsrat, war der auch der Brauereidirektor im Aufsichtsrat einer Bank. Jetzt ist der Bankdirektor im Aufsichtsrat einer Brauerei. Das Bier ist schlechter geworden und die Banken sind auch nicht besser geworden. Aber bei der ganzen Sache mit Griechenland, das ist doch einfach generell ein Problem, dass bei den ganzen Europa die Voraussetzungen nicht gleich sind. Man kann ja quasi ein Finanzsystem nicht funktionieren, wenn die einzelnen Länder sich denken, wir machen das so und die anderen machen es dann wieder anders. Das kann ja im Kompletten, ist ja klar, dass es schief geht. Und Griechenland war ja von Anfang an nicht strukturell so gut aufgestellt wie die anderen Länder. Das ist einfach schwächer gewesen und es war meiner Meinung nach abzusehen, dass da irgendwann mal was schief geht, dass die es einfach nicht halten können. Ja, gibt es noch, noch Fragen? Bisschen, damit das Mikrofon Sie sieht, müssen Sie so ganz in die Rede. Ich hätte eine Frage zur Lösung der Staatsschuldenkrise. Zweitens, vorher, wenn die EZB jetzt die Staatsschulden aufkaufen würde, dann würde daraus eine Inflationsgefahr entstehen. Aber die Politik der EZB war genau auch bis jetzt, dass sie Liquidität für die Banken beschaffen hat. Das heißt, sie hat zusätzliche Liquidität zu den Banken zur Verfügung gestellt. Das erhöht auch die Inflationsgefahr. Und das hat bis jetzt sogar, also nicht die Krise, er wird gelöst. Deswegen jetzt kommt die Frage, da die ganzen Schritte bis jetzt keine endgültige Lösung geführt haben, wäre nicht einfacher, auf einmal einen Schuldenschnitt zu machen und dadurch vielleicht ein bisschen Inflation mehr in Kauf nehmen, aber mindestens das ganze Finanzmarkt dadurch zu stabilisieren. Das wäre die Frage. Danke. Ja, danke. Eine Frage ganz nah an der Ökonomie. Wenn man die Prämisse teilt, die unserem Wirtschaftssystem so zugrunde liegt, dass Unternehmen Gewinne machen müssen und dass sie umso wertvoller sind, je höher die Gewinne, dann kann man sich jetzt mal an dem Beispiel der Banken ansehen. Eine Bank ist umso erfolgreicher, je höher die Bilanzsumme ist, mehr oder weniger. Wie kann man sich denn vorstellen, eine Bilanzsumme zu reduzieren? Was sagt denn Herr Müller, wenn er den DAX präsentiert und der runtergeht, weil die Bankaktien entsprechend niedriger bewertet werden? Also ist das doch erstmal eine systemische Schwierigkeit, die Bankbilanzen zu reduzieren, weil es eben für wirtschaftliches Sinken steht und nicht für Wachstum, dem wir eher so verpflichtet sind. Und wie verhält sich es mit dem Eigenkapital, wenn wir die Deutsche Bank, was war eben genannt, 54 Milliarden, und die müssten ihr das mal schlankweg verdoppeln. Ich bin schlichtweg dagegen, diesem Institut auch noch, auch mit 54 Milliarden hat man ordentlich Macht, ja, und ich bin schlichtweg dagegen, diese Macht zu verdoppeln, ökonomisch. Also die Frage ist, wie kriegen die 54 Milliarden? Und ich kann mir vorstellen, dass das billige Geld, was man gerade den Banken zur Verfügung stellt, im Prinzip mit der Prämisse gestellt wird, ihr müsst es euch verdienen, euer zusätzliches Eigenkapital. Hier 0,75% und ihr legt das an für 3,4% und über die Zeit könnt ihr dadurch wunderbar eure Eigenkapitalquote stärken. Wir können es euch nicht direkt geben, ist ein bisschen auffällig, da schreien alle. Ja, ja, okay. Ja, eine kleine kurze Vorbemerkung zu dieser These. Die BaFin weiß ja schon alles. Also ich wundert mich jetzt bei Konservativen nicht so ganz, dass man immer sagt, das ist schon alles wunderbar. Wenn Sie das mal mit Leuten von der BaFin besprechen, dann erfahren Sie, dass Sie das Problem haben, dass die Informationen aus Deutschland haben. Aber die Wirtschaft ist international und dass da sicher noch die BaFin es schwerer hat, internationale Unternehmen zu beaufsichtigen als eine europäische Einrichtung. Ansonsten wollte ich aber mal zu der Kernfrage zurückkommen, da Diktatur der Banken. Ich denke, wenn man sich das Zusammenwirken oder das Wirken des Lobbyismus ansieht, dann kann man meines Erachtens die Frage schon fast bejahen.
Also ich habe früher eben im Auftrag auch großer Banken mal Politiker beraten und heute versuche ich mich so ein bisschen, nur so unabhängig mal ein bisschen um Finance Watch zu kümmern. Und da erlebt man halt beide Seiten. Und es gibt doch, oder es gab jedenfalls in den letzten Jahren, sage ich mal, dass die Banken irgendwelche Kommissionen aufstellen, die dann höflich alleine die Politiker beraten oder die Ministerialbeamten beraten, nicht die Politiker. Und die Ministerialbeamten dann sagen, naja, das, was die Bank sagt, das ist ja wohl das Richtige. Also da muss man meines Erachtens sicher nachbessern, dass in jedem Fall als letztes auch noch jemand gehört wird, der unabhängig ist. Und gut, in der Wissenschaftseinsatz sehe ich auch ein bisschen das Problem, dass die Wissenschaftler verpflichtet sind, ständig Auftragsforschung zu beschaffen. Und was macht dann ein Wirtschaftswissenschaftler, wenn er Geld verdienen will? Dann schreibt er nette Gutachten, die im Interesse der Banken sind. Wenn er gegen Gutachten schreibt, dann wird er wenig Geld verdienen damit. Also da muss man, ich denke, in den Bereichen Lobbyismus, Arbeit und Unabhängigkeit muss man noch viel dran tun. Ja, vielen Dank. Jetzt nehmen wir noch eine Frage an, weil sonst kommt das hier gar nicht mehr dazu, auf all diese guten Ideen zu antworten. Also letzte Frage. Gibt es noch einen, jemanden, der eine Frage hat? Hier, ja. Gehen wir noch mal auf die andere Seite. Denn es hieß, dass die ganze Zeit nur die rechte Seite dran kam. Letzte Frage, kurz. Aus meiner Sicht rechts. Ich bin vielleicht etwas naiv hierher gekommen. Ich habe gedacht, nach dieser Veranstaltung kann ich auf die Frage Diktatur der Banken eher Antwort geben. Das kann ich nicht. Ich bin der Überzeugung, dass die Euro-Krise eine Schuldenkrise ist. Und ich stelle fest, dass die Banken nahezu kostenlos Geld von der Bundesbank bekommen, aber für Dispo-Kredite 7-14% kassiert. Und ich hatte erwartet, dass ich da ein bisschen Licht reinkriege, warum man denen nicht in den Arm fallen kann. Mit Bert Brecht zu sprechen, das müssen Leute sein, die sowas entscheiden mit Namen und Gesicht. Und die hätte ich gerne mal erfahren. Und warum da so wenig passiert, dass da was Veränderbares erkennt wird. Ja, vielen Dank. Ich so, Herr Schick, Sie sind natürlich als Erster dran, weil Sie ja gleich los müssen. Sehr viele unterschiedliche Punkte. Ich fand spannend diese Frage mit dem Eigenkapital und der Macht der Banken. Und ich glaube, es ist gerade so, eine Bank, die besonders wenig eigenes Kapital hat, aber sehr groß ist, hat mehr Macht als eine Bank mit viel Eigenkapital. Warum? Also gegeben gleiche Bilanzsumme. Warum? Weil sie leichter ins Wackeln kommen kann und aus Angst dann irgendwelche Rettungsmaßnahmen gemacht werden. Das ist das Erpressungspotenzial, was hinter Too Big to Fail steht. Deswegen wollen wir, dass da mehr eigenes Kapital ist, das einfach eine größere Stabilität verursacht. Und ich frage mich schon, wozu wir eigentlich eine Finanzaufsicht haben, wenn sie 2,5% Eigenkapital zulässt, ja, bei einer Bank in dieser Größe. Und auch dieser Punkt, die BaFin schaut auf die deutschen Teile und dann passiert da international was. Ich habe mal einen leitenden Mitarbeiter einer größeren internationalen Bank gefragt, versteht eigentlich die Finanzaufsicht, was ihr tut? Und er sagte mir, we make sure they understand. Also wir stellen sicher, dass sie es schaffen. So, das ist genau dieses, dass man sozusagen nicht mehr nachvollziehen kann aufgrund der Komplexität der Strukturen. Deswegen müssen wir die Strukturen vereinfachen oder eine Vereinfachung der Strukturen erzwingen und mit der europäischen Aufsicht überhaupt erstmal wieder in die Größenordnung kommen, wo man verstehen kann, was so ein Institut macht. Ich finde das Thema Lobbyismus extrem wichtig. Der Finanzsektor in Deutschland hat etwa einen Anteil an der Wertschöpfung, also an der wirtschaftlichen Aktivität von 5%. Der Anteil an den Unternehmensspenden an politische Parteien ist aber bei 20% etwa. Das sagt uns etwas. Und wir sollten nicht meinen, dass Banken investieren in etwas, was keine Rendite bringt. Und deswegen müssen wir hier sehr klar die Regeln setzen. Wir als Partei sind für ein Verbot der Spenden juristischer Personen an politische Parteien. Den letzten Punkt, der mir wichtig ist, die Frage, wie man Banken rettet. Macht man das indirekt, so über die Europäische Zentralbank? Meine Position war immer,
wenn der Steuerzahler hilft, dann muss sich in dem Institut, dem geholfen wird, was ändern. Dann muss die Kontrolle sich verändern. Wir können doch nicht einfach dafür sorgen, dass die Aktionäre, die vorher die Profite hatten in der Zeit der Blase, jetzt dann sozusagen die Profite dann über die EZB bekommen, sondern wir müssen gucken, dass das Geld dann nicht ausgeschüttet wird und wieder rausfließt aus der Bank, sondern es soll ja genutzt werden, um sie wirklich zu stabilisieren. Und ich finde auch, wenn der Staat ins Risiko geht, dann müssen wir doch gucken, was mit dem Geld passiert. Der Staat ist ein lausiger Eigentümer. Von jedem Eigentümer erwarte ich, dass er seine Kontrollaufgabe ernst nimmt. Und der Bundesfinanzminister sagt bei der Commerzbank, wir wollen gar keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik. Aber das geht nicht. Und was für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar ist, da können wir sehen, dass bei einer großen deutschen Bank der Steuerzahler mit 18,2 Milliarden Euro reingehen muss, weil die Bank gegen die Wand gefahren wurde. Commerzbank. Und dann sagt man, na, die zwei Leute, die das veranstaltet haben, die sollen jetzt auch mal weiter die Führung der Bank behalten. Das geht nicht. Und es versteht auch kein Mensch. In jedem Unternehmen, wenn in der Abteilung richtig was schief geht, sagt man, da braucht es einen personellen Neuanfang. Und das haben wir in Deutschland auch nicht geschafft. Und da stellen wir diese Verflechtung zwischen Politik in manchen Bereichen, bei manchen Parteien, manchen Personen und großen Banken. Und das ist schon ein Punkt, da kann man auch national eine andere Kultur haben. In anderen Ländern sind selbstverständlich die Führungspersonen ausgetauscht worden. Ich verstehe sowas nicht. Hey, das führt aber noch zu dieser einen Frage, wo gesagt wurde, wieso in anderen Ländern, da ist auch Goldman Sachs jedem Ministerium vertreten. Ja. Da ist es ja noch schlimmer als hier, war doch eigentlich so die Idee. Genau, also da war ein Missverständnis, was ich gesagt habe mit den Schubladen. Das war einfach ein konkretes Beispiel mit der UBS in der Schweiz, wo die vorbereitet waren auf eine Rettungsmaßnahme in Deutschland bei Hypo Real Estate oder Commerzbank, wo es keine entsprechende Vorbereitung gab und man deswegen eine schlechtere und teurere Rettung gemacht hat. Man kann auch die konkreten Konditionen vergleichen, wo man sehen kann, dass bei der UBS die Zinssätze für den Steuerzahler besser waren als in Deutschland bei der Commerzbank etwa. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, woran liegt das? Die Durchflechtung so mit dem Personal, ich bin da zurückhaltend. Es gibt Leute, die Seiten wechseln und dann wirklich auch ihrem Auftraggeber, also der Finanzaufsicht und der Politik, loyal sind und ihre Kompetenz nutzen, um auch wirklich zu kontrollieren. Manche von den guten Aufsehern, die auch harte Entscheidungen durchgesetzt haben, haben auch eine Erfahrung in der Finanzbranche. Und deswegen ist die 1:1 Sache, jemand hat irgendwann mal da gearbeitet und deswegen wird der nie einen guten Job in der Finanzaufsicht machen. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Richtig ist aber auch, wenn wir eine systematische Durchdringung haben, wenn es da keine Karenzzeiten gibt, wenn es da keine klare Auftragstrennung gibt, ja, dann haben wir genau das Problem, dass die Banken eben die kontrollieren, die eigentlich die Banken kontrollieren sollten. Und an der Stelle haben wir viele einzelne Beispiele, wo das funktioniert, aber in den USA ist es an manchen Stellen eben so, dass härter durchgegriffen wurde als bei der Bankenrettung in Deutschland oder in Spanien. Und da spricht ein bisschen gegen die Goldman Sachs These. Deswegen würde ich da immer auf den konkreten Einzelfall schauen, wie es gemacht worden ist. Und bin da vorsichtig, sozusagen eine zu einfache Erklärung dazu wählen. Ja, vielen Dank. Dann müssen wir Sie jetzt hier leider entlassen. Wenn man Liquidität in der Form von einer Billion Euro den Banken zur Verfügung stellt, dann müsste das ja eigentlich auch die Inflation antreiben. Warum sollte man da nicht lieber gleich, statt das alles über die Banken fließen zu lassen Richtung Staaten, nicht gleich den Staaten zur Verfügung stellen und die dann retten, statt die Banken zu retten und dann wird die dann die Staaten retten. Also man könnte ja sagen, statt ein Dreieck zu machen, EZB gibt Banken das Geld, damit die dem Staat das Geld geben, könnte man ja auch sozusagen sagen, genau wie Herr Berger das macht, vorschlägt, die EZB gibt das Geld direkt an die Staaten, das ist billiger und die Banken können sich nicht bereichern. So habe ich die Frage von Ihnen verstanden. Was würden Sie denn auf dieses Argument sagen? Also mein Argument ist generell, dass die EZB in der Rettungsfunktion falsch ist. Sie ist nicht legitimiert dafür, also demokratisch legitimiert, das ist für mich ein ganz großes Problem. Und sie verteilt trotzdem um zwischen den Staaten.
derzeit so, dass immer darauf Wert gelegt wird, dass all das Geld, was die EZB irgendwo zur Verfügung stellt, an anderer Stelle wieder eingesammelt wird. Ob das tatsächlich passiert oder nicht, das ist schwer zu kontrollieren. Nur, dass wir derzeit da noch keine Auswirkungen haben. Also ich halte diese Politik schon jetzt sozusagen auch auf dieser Ebene durchaus für inflationsanheizend. Liegt aber natürlich daran, dass wir einen großen Teil des Euroraums in einer wirtschaftlichen Schwächephase stecken. Da ist Inflation in der Regel auch nicht das Problem. Das Problem taucht dann auf, wenn es wirtschaftlich nach oben geht und das Geld, was jetzt vielfach im Finanzsektor ja geparkt wird, dann in die Wirtschaft reingeht und dann ist es auch nicht mehr zurückzuholen. Mein Problem oder mein Ansatz war eigentlich zu sagen, wenn die EZB dauerhaft in diese Funktion reinkommt, eben als Kreditgeber sozusagen, als Kapitalgeber, dann ist das ihr Hauptziel, für Preisstabilität zu sorgen, relativiert. Dann hat sie zwei Ziele. Dann muss sie einmal eben dafür achten, dass immer der Bankensektor funktioniert und das andere eben die Preisstabilität. Und da ist sehr die Frage, was passiert, wenn Banken eben, die das Kapital gekriegt haben, sich nicht an die Regeln halten, sondern weiter hochriskante Geschäfte machen, wieder ins Wackeln kommen, wird die EZB dann sagen, ja, aber das ist jetzt eine Politik, da können wir eigentlich nicht mehr guten Gewissens rekapitalisieren. Das sehe ich nicht, das macht sie bei Staaten ja auch nicht. Also das heißt, wenn man einmal drin ist in dieser Rolle, dann ist man sehr erpressbar, da immer weiter zu gehen. Und dann ist das Ziel der Preisstabilität halt nichts mehr wert. Das ist meine Kritik daran. Dann war noch die Frage mit den Testamenten. Es ist in der Tat so, es ist in den USA im Frühsommer verlangt worden oder vorgelegt worden von den größten Banken, die in den USA tätig sind. Und dazu gehört auch die Deutsche Bank, Testamente zu hinterlegen. Also wie sie sich das vorstellt, jede einzelne Bank, wenn sie in Probleme, in eine Schieflage kommt, wie sie abgewickelt werden kann, ohne dass das internationale Finanzsystem destabilisiert wird. Die sind hinterlegt worden, die sind nicht öffentlich. Es ist nur gesagt worden, dass die von der Aufsicht angeguckt werden und eben auch unter Umständen wieder zurückgegeben, wenn es nicht tragfähig ist. Und das wird für sämtliche Großbanken in den USA verlangt, wird im nächsten Jahr fortgesetzt und ist meines Erachtens zumindest ein erster Schritt. Aber es ist natürlich nur ein Schritt hin zu dem, dass man sagt, es muss ein Insolvenzverfahren geben, und zwar vom Gesetzgeber vorgeschrieben, wie das abgewickelt werden kann. Und das ist auch immer angekündigt worden, gibt es aber bislang nicht. Die letzte Frage, die ich gerne beantworten wollte, ist noch, ob Griechenland nicht immer falsch war und ob nicht Griechenland derzeit auch gar nicht geholfen wird. In der Tat sehe ich das auch so, dass den Griechen vor Ort, den Menschen, nicht wirklich geholfen wird mit diesen Rettungspaketen, die wir da hingeben, sondern dass es darum geht, eben Investoren vor dem Totalverlust zu bewahren. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht etwas, was mit Solidarität gleichzusetzen ist. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, den Griechen, den Menschen zu helfen und dass es auch Geld kosten muss, auch Geld des Steuerzahlers kosten muss. Aber es ist eben die Frage, ob wir wirklich den Wall Street oder auch der Frankfurter Bankenszene ständig die Verluste ersparen müssen. Und das Volk hat davon eigentlich nichts. Das ist ja genau dass Griechenland eigentlich gar nicht hätte beitreten müssen, ist sicher ein Problem, was sich bloß nicht mehr nachträglich lösen lässt. Sie sind nun mal jetzt drin und bislang scheut man sich, diesen Schritt zu machen. Ich glaube aber, dass wir in 5 Jahren eine Eurozone ohne Griechenland haben werden, weil es die Menschen irgendwann in Athen oder in anderen Orten sagen werden, es reicht ihnen damit. Für den abstrakten Wert des Euro sind sie nicht bereit, ständig zu sparen. Ja, vielen Dank. Herr Berger, jetzt wurden alle Fragen eigentlich schon mal berührt, außer diese Frage nach den Dispo-Krediten. Wie kann das eigentlich sein, dass die so hoch sind, wenn man gleichzeitig als Bank sozusagen dass die Zinsen ja oder die Kredite praktisch für umsonst bekommt? Also Sie haben die freie Wahl, zu beantworten, was immer Sie wollen. Die Frage ergänzt sich hervorragend mit der Frage des Eigenkapitals. Es ist nämlich so, Banken müssen, wenn sie Kredite vergeben, sie müssen einen vorher festgelegten Risikopuffer an Eigenkapital vorhalten. Daher lohnt sich der Dispo-Kredit nicht fürchterlich, da die Banken für jede 1.000 Euro, die sie an Dispo vergeben,
relativ wesentlich mehr Eigenkapital vorhalten müssen als für andere Geschäfte, bei denen sie aufgrund des angeblich geringeren Risikos weniger Eigenkapital vorhalten müssen. Wie kommt die Deutsche Bank beispielsweise dazu, diesen Hebel 1:25? Das ist eine ganz interessante Frage. Mit Dispo-Krediten allein geht das ganz einfach gar nicht, sondern das geht nur mit Geschäften, bei denen man wesentlich mehr Fremdkapital nimmt. Und Fremdkapital, das ist geliehenes Geld. Also die Deutsche Bank bezieht ihre Macht eigentlich nicht aus ihrer eigenen Stärke, aus ihrem eigenen Kapital, sondern sie leiht sich diese Macht, dieses Kapital. Und die Frage, die von dort vorne kam, wie schaffen wir es, dass man beispielsweise die Deutsche Bank bändigen kann? Das geht natürlich nicht, indem man mehr Eigenkapital gibt und die Bilanzsumme unverändert lässt. Nein, man muss die Bilanzsumme, die muss runter, wenn es geht bei gleichem Eigenkapital, dass dieser Hebel sich verändert. Das geht beispielsweise, das geht ganz einfach, wenn man jetzt sagen würde, für bestimmte Geschäfte musst du als Deutsche Bank, du musst jetzt nicht 25% Eigenkapital hinterlegen, sondern du musst für diese Geschäfte 50% Eigenkapital hinterlegen. Dadurch würde die Bilanz von ganz alleine geschrumpft, ohne dass sich irgendetwas jetzt am Eigenkapital selbst ändert. Das ist ja auch ein Grundproblem dieses Risikos. Wenn Herr Ackermann beispielsweise früher von 25% Eigenkapitalrendite sprach, das ist natürlich im Bankgeschäft, ist das natürlich nur dann zu erreichen, wenn man sich möglichst viel Fremdkapital ins Haus holt. Nur dann ist klar, wenn ich jetzt auf einen Teil Eigenkapital, neun Teile Fremdkapital nehme und dieses Investment hat eine Gesamtrendite von 5%, bin ich schlecht im Kopf rechnen, aber für den Eigenkapitalanteil ist die Rendite natürlich wesentlich größer. Dafür ist Fremdkapital nur ein fixer Zinssatz bezahlt wird, der in diesem Fall unter diesen 5% liegt. Vor allen Dingen, wenn man sich das Geld von der EZB zum Leitzins holt. Und das ist in der Tat eine Lizenz, Geld zu drucken. Und vor allen Dingen, es ist auch eine falsche Anreizstruktur. Denn diese Anreizstruktur besagt ja, dass je größer ich den Hebel halte, sprich je mehr Fremdkapital ich für mein Eigenkapital mir ins Haus hole, desto höher kann ich, wenn es gut läuft, wird meine Rendite. Diesem Anreiz ist die Deutsche Bank auch ganz hervorragend gefolgt. Und jetzt haben wir die Bilanz da stehen, so wie sie ist. Und das ist eine falsche Anreizstruktur. Dann wollte ich noch auf zwei Punkte eingehen. Der eine Punkt ist der mit Griechenland. Ja, Griechenland hätte höchstwahrscheinlich überhaupt gar nicht in den Euro gedurft. Das ist richtig. So hat man sich das damals auch nicht vorgestellt, dass die Sache sich in diese Form entwickeln würde. Höchstwahrscheinlich hat man damals gedacht, wir schaffen den Euro, der Euro wird Probleme schaffen und dann werden wir politisch Europa zusammenschweißen. Unter anderem dieser Begriff, der in konservativen Kreisen überhaupt nicht gerne gehört wird, von der Transferunion. In den USA käme kein Mensch auf die Idee, Florida jetzt in puncto Produktivität, beispielsweise im Automobilsektor, mit Ohio vergleichen zu wollen. In Deutschland kommt kein Mensch auf die Idee, Mecklenburg-Vorpommern mit dem Schwabenland vergleichen zu wollen in puncto Produktivität. In sämtlichen Nationalstaaten ist es so, dass es da regionale Unterschiede gibt. Diese regionalen Unterschiede gibt es auch in der Eurozone. Das beobachten wir momentan. Die Lösung kann entweder aussehen, dass wir den Euro beerdigen und da muss dann nicht nur Griechenland raus, da müssen dann höchstwahrscheinlich bis auf Italien sämtliche südeuropäischen Staaten müssten raus. Dann hätten wir diese Zweiteilung. Die andere Alternative ist halt einen permanenten Finanzausgleich, wie wir es in den Ländern haben, wo Bayern und Baden-Württemberg und Hessen für die Ostländer bezahlen. Da müssen wir permanent bezahlen, müssen wir die Rechnung im Endeffekt sowieso. Und so wäre es höchstwahrscheinlich die eleganteste Lösung, dass unter anderem Deutsche mit deutschen Steuergeldern, dass die auch nach Griechenland transferiert werden, um die Eurozone als Ganzes wirtschaftlich stabil zu halten. Anders wird es höchstwahrscheinlich nicht gehen. Vielen Dank. Das war ja gern gemerkt, Frau Siems hätte gerne geantwortet, aber das kann ich jetzt leider nicht mehr zulassen. Bevor Sie gehen, möchte ich noch drei Sachen sagen. Das erste ist, was ist jetzt eigentlich Antwort auf die Frage Diktatur der Banken, die Eurokrise und die Märkte? Die Diskussion hat ja viele Facetten berührt, aber es gibt einen zentralen Punkt, der immer wieder vorkam, und zwar bei allen dreien. Und den möchte ich Ihnen auch mitgeben, damit Sie, falls Sie dann die Zeitung lesen, genau wissen, auf welches Wort Sie achten müssen. Das Wort ist in der Tat Eigenkapital. Wenn man verhindern will, dass die Banken Macht haben, dann müssen sie mehr Eigenkapital haben. Und eben, weil sie dann Verluste abpuffern könnten und keine Staatshilfe brauchen. Und ganz wichtig, dieses Eigenkapital muss man sozusagen
bemessen an der Bilanzsumme. Sie hören ja, die Deutsche Bank hat im Augenblick nur eine Eigenkapitalquote zur Bilanzsumme von 2,5%. Das heißt, was auf gar keinen Fall passieren darf, werden Sie immer in der Zeitung lesen, ist risikogewichtetes Eigenkapital. Das ist der Trick, mit dem im Augenblick sozusagen so getan wird, als hätte man mehr Eigenkapital, als vorhanden ist. Und der Witz an diesem risikogewichteten Eigenkapital ist natürlich, dass man nicht weiß, was ein Risiko ist. Das weiß man immer nur rückwärts, niemals nach vorne. Und die Banken selber beschließen, was ein Risiko ist. Nicht? Also diese ganzen Risikomodelle werden ja in den Banken selbst gerechnet. Das heißt, das ist der eigentliche Wahnsinn, dass das Eigenkapital risikogewichtet vorgehalten wird. Das muss abgeschafft werden. Stattdessen müssen die Eigenkapitalquoten hoch. Was mich gefreut hat, ist, dass das ganze Podium auch dieser Meinung war. Sie sehen, es gibt doch sozusagen auch inmitten dieser gesamten Chaoses gibt es doch Positionen, die drei Volkswirte teilen, drei Volkswirte eine Meinung. Darauf hatte ich natürlich auch gesetzt. Wenn Sie jetzt noch diskutieren wollen, dann gibt es unten, das ist meine zweite Botschaft, noch Wein und Brezeln. Dann können Sie auch mit den beiden, die haben nämlich Zeit, auch noch weiter diskutieren. Und das dritte, wurde ja schon gesagt von Frau Pötz, es gibt natürlich demnächst wieder einen Salon, der ist am 4. Dezember und beschäftigt sich mit dem Thema Syrien. Wir würden uns natürlich freuen, Sie dann wieder zu sehen. Ich würde es natürlich nicht moderieren, das ist nicht mein Thema, aber ich bin sicher, das wird spannend. So, vielen Dank, dass Sie hier waren und jetzt können Sie unten in der Kantine weiter diskutieren. Gracias.